Malahan, meine zwergischen Freunde, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Und in dieser Folge helfen wir unserem zwergischen Freund Sultan Shivai und versuchen irgendwie ihn aus einem Geschäft oder Schulden rauszuholen, indem wir Quinn-Karten besorgen. Ich hoffe, die können wir zum Schluss behalten. Muss ich hier oben rein? Klopfen. Oh. Verschlossen, aber Zed scheint drinnen zu sein. Und er steckt in der Klemme. Ich muss einen anderen Eingang finden. Einen anderen Eingang. Vielleicht über die Dächer hier. Probieren wir mal das. Probieren es mal über die Dächer. Weißt du, was sie abends vor dem Zubettgehen trinkt? Nicht Milch, sondern Blut. Die Leiter ist sofort ins Auge gestochen, gell? Sofort. Nein, nein. Okay. Gut. Schön. Das dürfte Zed sein. Oh Gott. Mist. Mist, Mist, Mist. Immer sind alle tot. Muss doch nicht sein. Gefunden? Nein. Der Herzog wird angepisst sein, dass wir nicht aus Zed rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich's etwa nicht versucht? Du hast ihn wohl zu hart rangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Hallo. Ach du Scheiße. Los, Ringo, auf geht's, pack ihn! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Und weg. Zack. Sehr schön. Hühnerbein. Okay, Isengrim. Fawiltiana aus dem Skoyatel-Deck. Wie viel die Karte wohl wert ist, die haben was gesucht. Das Kassenbuch lohnt wohl die Suche. Die haben was gesucht. Entweder hatte Zed eine widerspenstige Katze oder da unten gibt's eine Geheimkammer. Wahrscheinlich eine Geheimkammer. Kassenbuch. Das dürften die Namen der Leute sein. Ausgaben. Stallschwert neu. Fabian Olivier. Mottenzerfressener Mantel aus Goldstoff. Herzog Isengrim-Karte. Ravik Fringilla-Karte. Cäsar Bilzen. 3 polierte Pfauenopale Füchsin. Okay. Da sollte Sultan mal einen Blick reinwerfen. Oh, jetzt haben wir aufgeschlossen. Sehr schön. Sehr gut, aber wir haben die Isengrim-Karte. Die würde ich aber sehr gern behalten wollen, wenn es recht ist. Weil ich will sie alle haben. Alle will ich sie haben. Das sind alles meine Karten. Kann es noch schlimmer kommen? Ich kann die Visagen nicht. Sultan? Geralt? Wegen dieser Karten. Wegen dieser Karten. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Und da heißt es, Elfen wären schön. War Zed ein großes Problem? Zed ist tot. Ich bin seinen Mördern begegnet. Wir wollen nicht über vergossenen Zed weinen. Was ist mit den anderen Karten? Die Angelegenheit wird brenzlig. Sultan, bist du sicher, dass diese Sache nicht zu gefährlich wird? Ich meine, es sterben Leute wegen dieser Karten. Nur Zed. Und glaub mir, der war kein unschuldiger Passant. Na gut. Außerdem hast du seinen Mördern doch bestimmt den Karten. Ja, yes, aber er ist schon 3 Leute tot. Wegen den Karten. Erzähl mir lieber von den anderen Karten. Die habe ich nicht die gefunden. Die anderen Karten habe ich nicht gefunden. Verfick, der Sack muss sie verscherbelt haben. Hör mal, ich habe selbst Kassenbuch. Zeig mal. Den Einträgen zufolge hat er Karten an Cäsar Bilzen und Ravi verkauft. Ach, hätte schlimmer sein können. Wir müssen sie besuchen. Okay, wer ist Cäsar Bilzen? Wer ist Cäsar Bilzen? Der Buchhalter von Hacker. War mal in Ordnung, ist jetzt aber so arrogant, dass man nicht mehr mit ihm trinken kann, geschweige denn angeln. Angeln? Wir haben uns im Anglerclub Pontas Stolz kennengelernt. Aber da lässt Cäsar sich jetzt nicht mehr blicken.
Seine neue Rolle nimmt ihn so in Beschlag, dass er kaum noch das Haus verlässt. Immerhin müssen wir nicht die Stadt nach ihm absuchen. Okay, und wer ist Ravi? Ravi? Wer ist denn das? Ein ordinärer Falschspieler und Schwindler. Will mir nicht in den Kopf, wo er das Geld für die Nathalie-Karte her hatte. Ich hab ihm mal eine Tracht Prügel verpasst. Seitdem ist unser Verhältnis etwas frostig. Du musst ihn wohl alleine aufsuchen. Na gut, ich versuche dir die Karten zu holen. Sultan, es scheint ja äußerst wichtig für dich zu sein. Ich versuche dir die Karten zu besorgen. Danke, Geralt. Cäsar können wir zusammen aufsuchen. Wir treffen uns vor seinem Stadthaus, der protzigsten Bausünde am Platz des Hierarchen. Hat die Fassade golden anstreichen lassen. Wenn du vorher Ravi sehen willst, würde ich an deiner Stelle zuerst im goldenen Stör nach ihm gucken. Alles klar. Bis dann. Okay, und okay, okay. Du brauchst Ravi nicht zu sanft anzufassen. Hau ihm ein bisschen auf die Löffel, dann gibt er nach. Also, viel Glück, Geralt. Danke, dir auch. Gut, ja, das heißt, wir machen erst das, weil das näher dran ist. Und man weiß ja nie, ob Sultan den vielleicht verhaut in unserer Abwesenheit. Also, also gehen wir am besten gleich dorthin. Man weiß ja nicht. Erstmal ein Schlückchen Wasser trinken. Okay, gut. Dann, ja, die Fassade Gold anstreichen lassen. Ja, hat er Tatsache. So, ich bin ready, Sultan. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich war noch nicht im Stör. Macht nichts. Ravi läuft schon nicht weg. Nehmen wir uns erstmal Cäsar Bilsen vor. Genau. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Okay. Wäre es nicht einfacher, ihm die Karte abzukaufen? Können wir ihm die Karte nicht einfach abkaufen? Wäre das nicht unkomplizierter? Wenn ich Geld übrig hätte, würde ich mich nach Porvis absetzen. Cäsar würde Fringilla außerdem niemals verkaufen. Okay. Aber keine Sorge, er wird schon nicht zu schlecht wegkommen. Ich habe eine Flasche Mahakama Schnaps für ihn. Der feinste Geschmack der Heimat ist einem Exilanten doch mehr wert als eine blöde Karte. Sagtest du nicht, Cäsar tränke nicht? Nein, ich sagte, man könne nicht mit ihm trinken, weil er sein Haus kaum noch verlässt. Da kann man ihn außerdem abfüllen wie eine Priesterin. Okay. Nach drei Runden können wir bestimmt mit dem kompletten Kabinett rausmarschieren und dabei drei Jungfrauen von Vico Varro schmettern. Okay, was ist sonst was so im Kabinett? Alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon. Du wirst's als erster erfahren. Ich okay. Nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Okay. Moin. Chivai? Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der? Das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Ja, ich angle auch. Neulich habe ich einen Regenwurm ausgeworfen und einen riesigen Barsch gefangen. Im Ponta? Klar doch. Dieses Gewäsch erträgt ja keiner nüchtern. Kommt rein. Mega gut. Die Zwergenquests sind so gut. Beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser. Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Das ist so gut, ey. Ich hab also Unlang mit Thymian. Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Beschissen. Beschissen. Also gut. Schnappt eure Ruten. Wir gehen zum Ponta. Das Gelaber lasse ich nicht so stehen. Nicht in meinem Haus.
Wilson, hast du gehört, dass Vibo Batilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Ponta-Hechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kerl Mohan? Bomben. Was? Wie? Bilsen, hast in letzter Zeit nicht viele Scherze gehört, was? Gut, der hier war nicht so überzeugend. Geralt, hol uns doch noch eine Flasche. Gleich. Gleich. Jetzt? Hast du vergessen, warum wir hier sind? Wie sollen wir uns mit einer Flasche betrinken? Na schön, na schön. Mann, ich finde das Gespräch aber so gut. Na doch, schiebt uns das auch noch in die Schuhe. Wann angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. Hast du vergessen, was letztes Mal passiert ist? Was ist denn da passiert? Hättet nicht nur reiten sollen. Ich würde so gern zuhören, gell? Ich würde so gern das zuhören. Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Die Schublade ist offen. Okay. Guck mal, was wir ihm hier so aus dem Kreuze leiern können. Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Passt perfekt. Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. Aber nicht für mich. Dolch des Wattier de Rideau. Wir nehmen mal mit. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M. hier bei der Krönungsfeier speiste. Tafelgeschirr, okay. Von dem Kaiser M. hier bei der Krönungsfeier speiste. Jadefigur. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Ah, hier ist Fringilla. Henkerseil des Stefan Skellen. Wir nehmen hier alles mit, was wir mitnehmen können. Joachim de Wetzschädel. Ziemlich düstere Kuriosität. Alles mitnehmen hier, was nicht nied- und nagelfest ist. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Porträt des Kaisers M. hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Erdbeeren? Oh, Erdbeeren. Ich glaube, wir haben jetzt alles, oder? Und ich meine, erstmal schön ausgeraubt. Kann man das hier nicht irgendwie wieder rückgängig machen? Ich meine, das fällt doch auf, wenn wir... Oh, egal. Mädchens Jungfräulichkeit geraubt. Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch! Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Lasst ihn in Ruhe. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Oh nee. Ich will aber keine Zwerge töten. Komm schon, komm näher. Ich will aber keine Zwerge eigentlich töten. Nette Klingen. Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen.
Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Oh. Es tut in der Seele weh, die Zwerge töten zu müssen. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Ich habe mir Cäsars Kabinett angesehen. Ich habe mir oben Cäsars Kabinett angesehen. Und? Kein Wunder, dass er damit nicht angegeben hat. Eine nilfgaardische Rüstung, ein Porträt von Emir, Joachim de Wets Schädel, Vatier de Rideau's Dolch, Skellens Henkerseil. Ach du Scheiße, Igitt. Ekliger Kerl. Und dem habe ich die Hand geschüttelt. Aber hast du das Seil zufällig mitgebracht? Ich kenne ein paar, die dafür ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Manche stehen auf solchen Kram. Nein. Ach, wenn du meinst? Hm. Ich habe auch eine Figur gefunden. Einen nilfgaardischen Soldaten. Auf ihr liegt irgendein Zauber, aber ich kann nicht sagen, was für einer. Triss dürfte das wissen. Triss ist nicht mehr hier. Zeit, Ravi zu besuchen. Die Nathalie-Karte ist die einzige, die noch fehlt. Wird Zeit, Ravi aufzusuchen. Mach das. Ich gehe zum Käufer und mache einen Treffpunkt für die Transaktion mit ihm aus. Bis dann, Geralt. Jo, bis dann. Dann auf zu Ravi. Aber ich muss sagen, war eine sehr gute Quest, beziehungsweise eine mega geile Unterhaltung mit ihm. Ich wünschte, man hätte so mehr davon gehabt. Ich so mehr unterhalten können mit ihm. Aber, naja. Dann macht man nix. Da macht man leider nix. Ein bisschen runter. Oder hoch. Wie kommt man denn hier runter? Ach so. Moin! Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Ja. Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Gut, spielen wir. Also gut. Ha, und ich hielt dich schon für einen Langweiler. Spielen wir, spielen wir! Oh Gott, ich hoffe, das geht gut, ey. Ich hoffe, das geht gut. Ich hab da ein bisschen Schiss vor, dass wir das jetzt vergeigen. Alter, das ist aber auch Glück. Das ist aber auch schon Glück, muss man sagen, ne? Ja, Horn des Kommandanten brauche ich ja nicht dadurch. Ja, okay. Naja, nehmen wir die Karten so hin. Dann nehmen wir das wohl so hin. Ne? Dann machen wir erstmal diesen. Ja, die pushen sich jetzt auf 4 hoch. Also insgesamt 8. Dann setzen wir Wesemir. Okay, klar. Ist gebongt. Oh, er wird jetzt bestimmt passen, oder? Jetzt, also ich pass jetzt. Ich pass jetzt, da bin ich ehrlich. Wie dumm ist das denn?
Okay. Und somit hat er... Oh, schlecht. Sehr schlecht. Na gut. Die haben halt wahrscheinlich einfach immer was in der Hinterhand. Wir spielen so. Wir haben schon mal mit den beiden, da haben wir schon mal 30 Punkte. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, das können wir ganz gut verlieren. Dann passen wir jetzt auch. Warum soll ich denn noch was spielen? Ich krieg da noch eine Karte. Geh doch. Oh. Nice. Dann machen wir mal so. Mach mal 15 Punkte aus. Reinfahren. Musst du in ihn reinfahren? Spielen wir den Geralt aus. Mach mal bei 30 Punkten. Okay, er spielt ihn aus. Ja, dann gehen wir auf das Horn. Und boosten das schon mal. Dann spielen wir Yennefer. Dann können wir uns den zurückholen. Ja, sehr schön. Oi! Das hat gelohnt, natürlich. Das hat gelohnt. Gut, Kammer. Bitte nicht verbrennen. Fremde oder so. 30, 20. Jetzt geben wir ihm den Rest mit dieser Karte hier. Zack. 133 Punkte. 133 Punkte. Sehr schön, wir haben gewonnen. Zügle deine Begeisterung, Freundchen. Und sitz still, sonst tust du dir noch weh. Aber er hat gewonnen. Und? Jetzt spielen wir was anderes. Wie unfair. Na komm schon. Greif ihn von hinten an! Mann, ey, gib mir doch mal hier so ein Igni oder so. Hallo! Ein schönes Igni, komm her hier. Haben wir. Dann speichern wir kurz mal das Spiel hier. Danke. Wie soll ich dir nur danken? Die Nathalie-Karte würde reichen. Oh ja. Vielleicht siehst du eine andere vor. Ich habe eine ganze Reihe, die dir gefallen könnten. Nein. Ich hab's eilig. Die Nathalies Karte. Natürlich, hier. So, okay. Johann Nathalies. Schinkenbrötchen. Lecker, lecker, lecker. Wo ist er hier? Da liegt er. Okay, der hat nichts. Hat nichts Vernünftiges dabei. Dann gehen wir jetzt zu Sultan, ne? Du kommst mir bekannt vor. Aber wir müssen mal gucken, dass wir die Karten behalten können. Ich will die Karten. Ich war mal so saublau. Ich will die Karten. Das gibt eine Flut. Und ich habe übrigens mal nachgeguckt gehabt, weil wir uns in der letzten Folge drüber unterhalten haben, wegen Reskillen oder Umskillen. Funktioniert tatsächlich. Man braucht einen Trank der Leere, den man bei einem Händler, bei Händlern kaufen kann, aber nur bei bestimmten. Und dieser Trank kostet irgendwie 1000 Goldstücke oder so. Und ich weiß es nicht, ob es das jetzt schon wert ist. Sag ich mal. Ne?
Okay, wir speichern erstmal ab und dann gehen wir zu Soltan. Zack. Soltan? Geralt? Ich hab die Karten. Ich hab die Karten, Soltan. Ha, ich glaube, wir schaffen es, bevor die Schergen des Bettlerkönigs mich kriegen. Komm, ich habe in der alten Brauerei ein Treffen mit dem Käufer arrangiert. Er wird begeistert sein, dass wir alle Karten haben. Ich will die aber nicht hergeben. Das sind meine Karten. Schließlich habe ich dafür gekämpft, gespielt und geklaut. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Okay, wir speichern nochmal. Der Frau... Sultan? Geralt? Ne, passt schon. Alles gut, bis dann. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Also wirklich, Arme mit einer... Wenn wie er läuft, das, ich finde das so niedlich, gell? Böse Zeiten, wenn Bettler Briefe schreiben können, das verdirbt ihren Geist. Das Feuer... So, moin. Ich kann's kaum erwarten, den Bettlerkönig vom Hals zu haben. Bist doch ein Zwerg. Bei Hacker wärst du da auch gut aufgehoben. Oh, hier geht's rein. Okay. Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagt dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Links! Wir können die nicht umbringen! Und dann jagen wir ihm jetzt nach. Los, her damit mit den Karten. So, das Spiel ist aus. Das Spiel ist... Dalan, Hurenvorn, hat mir einen Pfahl aufgeschlagen. Was? Ich verstehe kein Wort. Helf Dalan! Durch die Tür! Los, schnell! Schnell! Okay. Es gibt kein Entkommen, Herzog. Bleib einfach stehen. Junge, ich bin schneller als du. Wie ist er jetzt so schnell da hochgekommen? Mal ehrlich jetzt. Oh ne, er ist runtergegangen. Hä? Er ist einfach runtergegangen. Man fasst es kaum. Junge, wie tief geht's denn hier bitte runter? Och Mensch. Gib doch einfach die Knete her, Junge. Los, her jetzt, weg hier. Ich will die Karten habe ich ja, aber ich will das Geld. Mir mein, als ob er einen Ertrunkenen erledigt hat. Lass mich. Scheiß Ertrunkene. Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Nein. Nein. Ich sorge lieber dafür, dass wir uns zum letzten Mal begegnet sind. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja, er ist tot.
Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Mhm. Großartig. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Ich nehme die Karten. Ich würde gerne rausfinden, wie ich mit den Karten zurechtkomme. Wunderbar. Ich bring das Geld sofort zum Bettlerkönig. Da wird der Wichser Augen machen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Welt. Ja, Sultan, das merke ich mir. Danke. Okay. Also dann, haben wir die Karten bekommen. Mega schön. Einwandfrei, okay, dann Quests, genau, Quests war's. Gesandte und Männer des Weins. Das ist Blood and Wine und hier ist Hearts of Stone. Hearts of Stone. Gut, fliegende Fäuste in Novigrad können wir auch schon machen. Kabarett wollten wir aber machen. Das heißt, wir rennen jetzt nochmal schnell dorthin und, oder nee, machen wir nicht, wir beenden hier die Folge, würde ich sagen. Kommen wir mal Quint reingucken, Quint-Kartensatz. Das verdirbt ihren Geist. Johann Natalis. Und dafür können wir wieder eine andere Karte rausnehmen. Und zwar würde ich langsam, würde ich Detmold vielleicht rausnehmen. Zack, Detmold raus. So. Also gut, meine Freunde. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen weiteren restlichen Tag. Oh. Immer schön dran denken, toss a like to your dwarf. In diesem Sinne... Was soll die Eile? Hör doch mal auf, mich rumzuschubsen hier. In diesem Sinne, auf bald, euer Gorim.